Wir sind sicherlich in Hessen eine der modernsten Einrichtungen, die auch alle Techniken, strahlentherapeutischen Techniken durchführen kann, von modernen intensitätsmodulierten Bestrahlungen bis zur Stereotaxie. Aber entscheidend ist das Konzert mit den benachbarten Kliniken. Mit modernster Strahlenbehandlung werden jährlich 1200 Tumorpatienten am Hauptstandort des Klinikum Fulda therapiert. Zusammen mit der Dependance Bad Hersfeld sogar 1700. Dafür investierte der Maximalversorger nun 7 Millionen Euro in 2 High-End-Hochleistungslinearbeschleuniger und einen neuen Computertomographen. Ein medizinischer Zugewinn für die gesamte Region Osthessen. Für den Patienten bedeutet die neue Technik eine noch effektivere und schonendere Behandlung. Aufwendige Bestrahlungstechniken können patientenschonend in deutlich kürzerer Zeit angewandt werden. Die Bestrahlung wird zudem noch präziser möglich. So wird bei gleichbleibender Heilungschance gesundes Gewebe zusätzlich geschont. Für den Betrieb der Hochleistungsgeräte müssen hohe Strahlenschutzanforderungen erfüllt werden. Dafür nahm das Klinikum umfangreiche Umbaumaßnahmen in Kauf. Die neue Ausstattung umfasst neben einem neuen CT und 2 Linearbeschleunigern auch ein neues System zur Patientenpositionierung, ein modernisiertes Bestrahlungsplanungssystem sowie ein neues Managementsystem. Damit ist das strahlentherapeutische Zentrum bestmöglich aufgestellt. Heimatnahe und moderne Versorgung auch in Zukunft. Dafür steht das Onkologische Zentrum des Klinikum Fulda.